Was geht ab, Leute? Willkommen zu einer weiteren Folge von NBA 2K25. Und ihr seht es, die Knicks sind noch dabei, das zu verkacken. Es steht mittlerweile 3-2, nachdem die schon 3-0 geführt haben. Also sehr, sehr spannend, was am Ende dabei rauskommt. Und auf unserer Seite 2-2. Wir spielen jetzt Game 5. Falls ihr die letzte Folge nicht gesehen haben solltet, Kyrie Irving hat sich den linken Arm gebrochen und ist für die restliche Saison raus. Auf jeden Fall ein krasser Verlust für die Mavs und trotz allem, wir werden das eiskalt durchziehen. Keine Gnade. Wir wollen in die Finals, wir wollen unseren ersten Ring und dafür müssen wir die Mavs besiegen. Und ich hoffe, dass wir es jetzt schaffen, auf 3-2 zu stellen, weil wenn es 2-3 steht, dann stehst du halt mit dem Rücken schon zur Wand. Game 5 of the Western Conference Finals. The San Antonio Spurs find themselves in a postseason deadlock at 2 games apiece. It is a critical turning point, and they know the time is now as they face a pivotal Game 5 against the Dallas Mavericks. The quest for the best in the West continues. Coming up next. And we are here in the West. Wir spielen zu Hause. Dementsprechend Heimvorteil und wir wollen das Spiel natürlich gewinnen, damit wir dann die Möglichkeit haben, in Dallas möglicherweise den Sack zuzumachen. Letztes Spiel, Double-Double aufgelegt, ich habe gar nicht großartig viel scoren müssen. Das Team hat das so überragend gemacht, dass ich da Playmaking-wise einfach überzeugen konnte. Ich setze nach und krieg ihn aber nicht unter. War erwartbar, dass Malik Monk dann reinkommt für Kyrie Irving. Was jetzt auch nicht gerade, also den Luxus musst du auch erstmal haben, dass du überhaupt so durchrotierst. Oh, ich fliege an Monk vorbei. Ah, ich glaube, ja doch, er macht ihn sogar über Bambi. Also, wenn du jetzt nicht wüsstest, dass Kyrie Irving bei den Mavs spielt und sagst, okay, du hast dafür Malik Monk, dann würdest du jetzt auch nicht sagen, boah, das ist aber schlecht. Ja, der erste Dreier und das tut mir mega gut, weil im letzten Spiel habe ich den Dreier ja überhaupt nicht getroffen. Habe jetzt auch gerade mal seit Ewigkeiten wieder das Shootaround mitgenommen, dass ich ein bisschen reinkomme mit meinem Wurf. Derek Lively gegen Bambi. Pass auf Doncic, der gegen Sachs. Fadeaway, fällt nichts. Bambi holt ihn runter. Pass auf Sachs. Er probiert. Oh ja. Oh, na, ich komme nicht durch. Sachs, nimm ihn, mach ihn. Nein, leider nein. Das wäre auf jeden Fall nice gewesen. Es war klar, dass Luca den nimmt. Stark. Sehr, sehr stark. Victor Wembanyama nimmt ihn und macht ihn eiskalt. 7-7. Ausgleich. Defense ist da. Ja, okay. Jimmy Butler nimmt den Wurf nicht. Wir stehen ganz gut. Fastbreak-Situation. Und oh mein Gott, Bambi. Das war kein guter Wurf. Den hätte man nicht nehmen müssen. Doncic from way downtown, natürlich. Ah, ich liebe es. Schön gespielt, Baldwin Jr. mit dem nächsten Dreier. Monk. Ja, da komme ich leider in die Bredouille, dass ich irgendwie zwischen beiden Spielern stehe und das dann in keine von beiden Richtungen richtig verteidigt bekomme.
out creating for himself. On the wing, MP. Three-pointer. In den nächsten Dreier zu früh losgelassen. Meint das Spiel? Ich meine das natürlich nicht. Jetzt ist Doncic komplett frei. Verwirft aber. Pass auf Wemby. Was kommt, aber ich krieg ihn nicht. Los, Johnson. Pass auf Baldwin, der ist frei. Yes, Sir! Ich liebe Baldwin. Ja, der Dreier aus dem Eck. Im Zusammenspiel mit Miller. Ah, ihr wisst gar nicht, wie gut das tut, weil ich auch im Shootaround gerade echt nicht alles getroffen habe. Gafford. Ivy the second. Da ist Jones, geht zum Korb und finish den. 22-25. Collins nimmt ihn und verfehlt ihn. Ich wollte da auf den Putback gehen, aber das hat leider nicht hingehauen. Und Luca. Das ist einfach nicht normal. Ja, Alter, ich treffe schon wieder den nächsten Dreier, Mann. Gönn dir! Was Luca kann, kann ich auch. Zwar in einem anderen Setting, aber... Defense ist da. Live. Ich hab ihn. Pass auf Miller. Warum? Mein Spieler zieht halt schon komplett auf für den Dunk. Und macht ihn dann nichts. Ja, ich krieg noch eine Chance und noch eine Chance und noch eine Chance. Komm, Collins. Alter, was ist bitte gerade in diesem Spiel los? Ich treffe alles, also fast alles von draußen. 4 von 5. Aber Hauptsache, ich treffe ansonsten nichts. Alles, was Richtung Korb geht. Ich muss es genießen. Wer weiß, ob es im nächsten Spiel auch wieder so ist. Aha, Heat-Check. Freunde. Ich hätte sogar die Möglichkeit gehabt, nochmal abzudrücken, wenn ich den nicht reinpasse. Johnson. Geht vorbei. Macht ihn nicht. Das war irgendwie komisch. Was wir da gerade gemacht haben. Ja, gibt es natürlich die Punkte von Malik Monk. 30-31. Here we go! Tja, Pick and Pop mit Wemby. I love it. Derek Lively, der dann meistens absinkt, anstatt mit rauszugehen. Und der Dreier von Wemby ist einfach zu konstant. Washington. 6 Sekunden noch auf der Uhr. Kriegt das nicht mehr contested. Vielleicht nochmal? Pick and Pop mit Wemby? Komm, wir probieren's. Er hat jetzt nicht ja, okay. So kann man es natürlich auch machen. Wemby denkt sich, ganz, ganz entspannt, ganz ruhig. Manchmal braucht man auch einen Zwischenschritt. Da ist Jones frei. Alter, was ist denn hier jetzt gerade eben ab? Shotmaking auf beiden Seiten, jenseits von Gut und Böse. 36-36. Sag's mit Baldwin. Macht ihn nicht. Wemby setzt nach. Schön. So.
Letzte Possession gehört dadurch den Mavs. Jimmy, 6 Sekunden auf der Uhr. Es wird noch eine Pick-and-Roll-Situation. Nein. Also, gute erste Hälfte, ausgeglichene erste Hälfte, hat Bock gemacht. Enges Spiel. Ja, Mann, lass es regnen heute. Lass es regnen. Der nächste Dreier, Mann. Beast Mode activated. Ich fühl's gerade so hart. Fast Break. Boom! Jimmy denkt nicht mal dran. Was für ein Game. Ich schieß alle Lichter aus. Das ist doch schon wieder fast der Stil gewesen. Also warum nimmt Lively den Dreier und warum contestet Wemby das? Und dann gibt's auch noch das Foul. Es gibt trotzdem recht 3 Freiwürfe für Lively. Von denen er sogar 2 macht. Das war nicht optimal. Midi fällt nicht. Fastbreak läuft. Ja. Schön, dass Doncic auch mal einen daneben wirft. Passiert ja nicht so oft. Der nächste Dreier. Alter, ich bin so am Kochen. Das müsste der 6. gewesen sein, oder? 6 von 8. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was mein Career High ist. Aber wenn ich so weiter werfe, werde ich es brechen. Wir kriegen eine Auszeit. 66-66. Ey, sie wollen es ganz besonders spannend machen. Aber alleine, dass sie uns schon wieder diesen Vorsprung weggenommen haben, langweilt mich schon wieder. Ganz ehrlich. Showtime! Alter, ich schwöre, ich weiß nicht, was los ist, Freunde. Ich treffe alles. Ich treffe wirklich alles. Neue Bestleistung für verwandelte Dreier in einem Playoff-Spiel. Ist das crazy. Doncic macht ihn, 68-69. Ey, jetzt bin ich natürlich gerade, jetzt traue ich mich halt auch gefühlt, jeden Dreier zu nehmen. Collins kriegt den nicht. Steal. Pass. Und er macht ihn. Alter, das ist wahrscheinlich das beste Spiel, was ich bisher gespielt habe. Jetzt in der kompletten Karriere in diesem Jahr. Gafford. Doncic. Nein, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ich habe gerade richtig krass Ballwatching betrieben, aber so heftig. Shit. Bam! Alter, jetzt wird... Ey, ihr werdet so krass rasiert. Komplette Vollrasur. Gillette 3 Liter Rasierschaum aufgetragen. Das ist Wahnsinn, dass Luca den nicht verliert. Dass Luca den nicht verliert, der dribbelt so krass in mich rein. Ich muss ja dieses Spiel unbedingt gewinnen, ansonsten ist ja diese ganze Performance nichts wert. Alter, ich stopfe ihn wieder rein. Jetzt bin ich gerade wirklich... Also, dass ich auch noch nicht on fire bin,
Verstehe ich auch nicht. Aber gut. Finish him. Alter. Ey, Leute. Wirklich. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade eben abgeht. Es klappt alles. Es klappt komplett alles. Ey, sogar der Freiwurf ist ausgezeichnet. Das ist meine beste Performance dieses Jahr. Foul. Erstes. Das Geile ist, Alter, 78-73. Das ist, wir müssen das, wenn wir das nicht gewinnen, ich wäre so mega sad. Ja, kommt keiner mehr von uns raus. Malik Monk verwirft. Danke. Sucks. Luca beißt an. Passt zu Wemby. Es will wirklich alles gelingen. Ey, das ist gerade eben, ich krieg das Grinsen auch gar nicht aus dem Gesicht. Ich will noch ein paar Dreier splashen, dass ich vielleicht noch den Franchise-Rekord breche. Ja, nächster Dreier für die Mavs. Das ist auf jeden Fall ein Play, was für mich, was mir einen Dreier... Ah, der ist zu spät. Das war leider nicht optimal. Oh. Jetzt bin ich für Gafford zuständig, das ist... Boah. Gott sei Dank. Will natürlich jetzt auch nicht alles alleine machen. Mit ab. Da. Pff, Luca über 3 Pay. Junge, Junge, Junge. Zu spät. Auch zu spät fallen trotzdem beide. Come on. Johnson, he's checked in for San Antonio. Outside Monk. Es gibt auf jeden Fall wieder richtig saftig wie sie am Ende von der Partie. Ja, 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 ja. Defense passt, 6 Punkte Führung. Wenn wir jetzt die Possession... Und wieder an die Freiwurflinie. Ich will keine Freiwürfe. Genau deswegen. Alter. Check's nicht. Monk. Niemals. Hey. 4 Punkte Rückstand. Oder Vorsprung. 4 Punkte Vorsprung. Wemby! Let's go! Mann! 87-81. Wisst ihr, woran ich gerade denken muss? Alter, der Block! Und wenn... Alter, ich schwöre, wir rasten komplett aus. Ich ziehe das voll. Muss gerade daran denken, wie schade es immer ist, dass am Anfang schauen 40.000 zu, dann 20.000, dann nur noch 10.000 und jetzt sind nur noch irgendwie so 3.000 mit dabei. Und ich verstehe es irgendwo. Und irgendwo ist es auch einfach immer schade, weil du natürlich dann ab diesem Zeitpunkt halt, ja, dir denkst, es ist so mega nice, diese Serie ist so mega nice und ich bin natürlich mega happy, dass immer noch 3.000, 4.000 zugucken, versteht mich nicht falsch. Aber ja, ist schon immer schade, dass die Leute dann am Anfang immer mega interessiert sind und dann eigentlich schon nach der 10. Folge eigentlich raus. Aber so ist es halt. Tschüss. Davon mal abgesehen, dass du mit 3.000 Klicks mit dem Video vielleicht so 10 Euro verdienst oder so, wenn du noch alle Netzwerk und so weiter Steuer abziehst, das ist halt dann auch immer so, ja, ja. It is what it is, Leute. Wäre ich mal lieber ein NBA-Spieler geworden, hätte mir einen 60 Millionen US-Dollar-Vertrag geholt, dann
Aber leider bin ich keine 2 Meter groß. Sieht sehr gut aus. Wir werden dieses Spiel gewinnen. Und das auch ehrlicherweise komplett verdient. Denn das war die beste Leistung, also von mir vor allem, die ich bisher abgerufen habe. Ja, da werde ich nochmal gezwungen, diesen Wurf zu nehmen. Dadurch bleibt meine Wurfquote trotz allem immer noch komplett crazy. 38, 6, 8, 1, 1, 13 von 22, 7 von 12. Ich habe noch, also, nee, ich glaube, dieses Jahr habe ich nicht einmal so gut von draußen getroffen. 17, 13 von Bambi. Auf der anderen Seite 23 Punkte von Monk, der hat mega gespielt. Doncic 21, Tyus Jones auch 14 Punkte. Nur 7, 4, 8 von Jimmy Butler. Yes, wir führen mit 13-2 in dieser Serie und haben damit die Möglichkeit, die Serie zuzumachen im nächsten Spiel. Und ich werde jetzt nicht simulieren. Also wir spielen dieses Game 6, weil entweder heißt es dann, die Serie ist durch. Oder es gibt ein Game 7. Eins von beiden. Wird auf jeden Fall passieren. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viele VC ich bekomme. Ja, 1278. Das ist auf jeden Fall ordentlich. Generell, du farmst so viele VC. Wenn du vor allen Dingen keine VC mehr großartig ausgeben musst, also wenn deine Spieler schon relativ hoch sind, dann, ja, ich glaube, ich habe schon wieder, keine Ahnung, 240.000 oder sowas VC, was in dem Dreh. Mal reinschauen. Attribute. Ja, 233.000 habe ich immer noch. Kann ich überhaupt irgendwas? Nee. Ich brauche erst das nächste Attributslevel. Ja, Freunde, das war's für heute. Game 6 das nächste Mal. Und dann entweder NBA Finals und vor allen Dingen auf der anderen Seite ist auch noch spannend, was da abgeht. Also wenn ihr Bock habt, seid wieder mit dabei. Das war's von mir. Danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Max. Ciao.